Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute begrüße ich Heribert Prantl. Herzlich willkommen, Herr Prantl. Ich grüße Sie sehr. Herr Prantl, ich muss noch einmal aufzählen, was Sie alles sind. Sie sind Journalist, Sie sind Autor, Sie sind Jurist, Sie haben als Staatsanwalt gearbeitet und als Richter. Und jetzt haben Sie ein Buch veröffentlicht, beziehungsweise das sind eigentlich, Kommentare von Ihnen, die Sie hier zusammengesammelt haben. Das Buch heißt Alt, Amen, Anfang. Und deshalb ist es wichtig in der Vorstellung, dass ich nochmal sage, wann Sie geboren sind. Nämlich am 30. Juli 1930. Das heißt zum jetzigen Zeitpunkt. 1963, Entschuldigung, 30, da wären Sie ja nochmal 20 Jahre älter, das will ich nicht. Sie sind 60. Und das ist eben wichtig, weil Ihr Buch das Thema Alter besonders im Fokus hat. Und dann habe ich ein Zitat von Ihnen hier. Das Leben beginnt ungerecht und es endet ungerecht. Und dazwischen ist es nicht viel besser. Da habe ich mich gefragt, warum so negativ dem Leben gegenüber? Es ist überhaupt nicht negativ. Dieses Zitat, das Leben beginnt ungerecht und das endet ungerecht und dazwischen ist es nicht viel besser, ist eine Werbung für den Sozialstaat. Es ist eine Werbung dafür, dass jeder die gleichen Chancen verdient, ob er in einer begüterten Familie geboren ist oder ob er in einer armen Familie geboren ist. Ich bin jemand, der diesen Sozialstaat und das, was er geschaffen hat, unglaublich schätzt und der, auch wenn es um Europa geht, dafür wirbt, doch diese Sozialstaatlichkeit unserer Gesellschaft zu erhalten. Ich glaube, dass die Skepsis gegenüber Europa oft auch daher rührt, dass die Menschen glauben, es wird uns schlechter gehen. Und meine Werbung geht darum und dafür, Leute, passt auf, jeder muss die gleichen Chancen haben. Das ist der Inhalt unserer Gesellschaft. Und der Sozialstaat ist für mich, und deswegen ist es gar nicht negativ, sondern was Positives, er ist für mich ein Schicksalskorrektor. Jemand, der irgendwo im Hasenbergl geboren ist und soll die gleichen Chancen haben können wie jemand, der in Grünwald geboren ist, wenn er talentiert ist. Und wenn wir, Sie können tagtäglich die Berichte in den Zeitungen lesen und in den Rundfunk- und Fernsehanstalten, es ist immer von der Schere die Rede, die auseinandergeht und dass unsere Gesellschaft zu wenig durchlässig ist und dass der Aufzug nach oben nicht mehr gut funktioniert. Und die Soziologen sagen, die Gesellschaft sei semipermeabel, das heißt durchlässig nur noch von oben nach unten, aber nicht mehr von unten nach oben. Das ist meine Werbung. Und deswegen ist für mich der Satz, den Sie zitiert haben, was ganz Positives. Ich will haben, dass dieser Sozialstaat, diese Gesellschaft sozialstaatlich bleibt. Aha, aber wenn Sie sagen, beginnt, also das, was Sie jetzt gesagt haben, das habe ich schon verstanden. Ich bringe es nicht überein mit diesem Satz. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Weil er noch weitergeht. Beginnt ungerecht, endet ungerecht und dazwischen ist es nicht viel besser. Also ist das doch ziemlich negativ, das Leben. Das nicht viel besser ist das, was der Sozialstaat anpacken muss. Dass er jedem Chancen gibt. Und die Chancen bestehen nicht nur darin, dass es Schulen gibt, dass es Universitäten gibt, Ausbildung, die im Prinzip jeder machen kann, sondern dass man ihm auch die Möglichkeiten gibt und gegebenenfalls, wenn er zu wenig Geld hat, an die Uni zu gehen, den Eltern hilft. Das will ich, dass es weiterhin gibt. Okay. Und manchmal muss man die Leute auch ein bisschen erschrecken mit solchen Sätzen, um einen Aha-Effekt zu wecken und zu sagen, Mensch, was will er jetzt, der Prantl? Ist er so ein negativer Mensch? Ich bin überhaupt kein negativer Mensch. Wenn man nach mehr als 25 Jahren, bei mir sind 27 Jahre Journalismus, noch mit vollem Herzen dabei ist, muss man positiv sein. Sonst wird man, glaube ich, erdrückt von all den Problemen, die man tagtäglich beschreibt. Man muss das Gefühl haben, und das habe ich, es lohnt sich. Man kann was besser machen. Also wenn Sie das jetzt mit Ihrer Zeit vergleichen, wie lange Sie schon Journalist sind und dass Sie da noch positiv sind, da fällt mir ein, weil Sie sich ja mit dem Thema Alter beschäftigen, dass sich da natürlich bei Ihnen was, bei mir, bei allen, die wir älter werden, natürlich auch verändert. Und zwar dieses Bewusstsein, dass man eben älter wird. Und deshalb haben Sie eigentlich dieses Buch auch so ein bisschen unter der Angst geschrieben, dass Sie älter werden. Haben Sie Angst vor dem Alter? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch so, ich bin 60, Sie sind vielleicht ein bisschen jünger. 3 Jahre. Und man fühlt sich ja, und dazu trägt, glaube ich, der Journalismus bei, unglaublich jung. Ich weiß nicht, ob sich jeder mit 60 so jung fühlt. Ich fühle mich jung, aber was die Probleme an einem ranrückt, ist nicht das eigene Alter, sondern seine Eltern, in dem Fall meine Mutter, zu erleben.
Sie ist 88, ist seit einigen Jahren hier in München in einem Altersheim. Und ich versuche, wenn es meine journalistischen Geschäfte erlauben, am Sonntag bei ihr zu sein. Und die Gebrechlichkeit, ihre Gebrechlichkeit zu erleben, die Gebrechlichkeit der anderen Menschen im Altersheim. Wenn sie das jeden Sonntag erleben, dann rücken die Probleme ran. Vorher war es für mich ein theoretisches Problem. Man sieht die demografische Entwicklung, die Gesellschaft wird älter, man weiß, wie viele Menschen dement sind, man weiß, wie viele Menschen gepflegt werden müssen, die im Alter nicht mehr allein leben können. Es ist ein Problem, man weiß es. Mhm. Und plötzlich geht man durch Altersheime und weiß, wie die Probleme tatsächlich aussehen. Redet mit den Pflegern, redet auch mit den Geistlichen, die diese Anstalten betreuen, die diese Heime betreuen. Und die Theorie wird auf diese Weise zur Praxis und die Praxis wird wieder zur Theorie. Und auf die Art und Weise entsteht so ein Buch und der etwas vielleicht eigene Titel, Alt, Armen, Anfang, hat eine kleine Geschichte. Ich habe, ich glaube, an Ostern vor 3 Jahren einen Osterleitartikel geschrieben, der die Überschrift trug, alt ausarmen. Das ist ja so die gängige Redewendung. Ja. So ist, wenn man alt wird, ist es aus und dann ist es zu Ende und dann ist es nur noch bitter und gräuslich und Demenz und man windelt sich sozusagen dem eigenen Tod entgegen, um es mal ganz krass zu sagen. Man windelt sich dem eigenen Tod entgegen. Das muss man noch mal wiederholen, weil so schnell kann man es gar nicht verstehen. Also die Alterswindel. Man sieht nur das Negative. Ja. Und beim Nachdenken, beim Nachspüren und beim Beschreiben wurde mir klar, wie viele Chancen auch im Alter stecken. Und deswegen wollte ich sagen, es ist auch ein Anfang. Ich meine, wenn wir die letzten 100 Jahre verfolgen, die Menschen werden älter, aber sie gewinnen ja nicht nur Negatives, sie haben ja auch Positives gewonnen. Der, wie ich es gern bezeichne, der Herbst des Lebens ist durchaus farbig geworden. Früher war es ja so, wenn wir an unsere Großväter und Urgroßväter denken, wenn man die 70 überhaupt noch erlebt hat, dann starb man ziemlich schnell. Ja, man kann jetzt so ungefähr Pi mal Daumen sagen, das sind 10, 15, 20 Jahre vielleicht, die man jetzt mehr hat. Aber ich finde es ja schon spannend. Also Sie haben dieses alles geschrieben und wie das auch ein bisschen auf Sie reflektiert hat. Denn ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, Männer werden so im Durchschnitt vielleicht, wenn sie Glück haben, 80, dann sind 3/4 ihres Lebens vorbei. 1/4 haben sie noch vor sich. Wie, nachdem Sie das alles sozusagen festgestellt haben, was Sie in dem Buch geschrieben haben, wie bereiten Sie sich denn selber jetzt auf diese Jahre vor, die Sie da jetzt beschrieben haben? Erstens werde ich noch 5 Jahre als Journalist arbeiten, so wie jetzt. Und mit der Hektik und mit der Betriebsamkeit und der Freude und der Spannung, die ich seit einem Vierteljahrhundert kenne. Ich nehme mir vor, ganz einfach weiterzuschreiben, aber dann nicht mehr als Journalist, der täglich kommentiert, der täglich analysiert, sondern vielleicht mal einen Roman zu probieren. Ein großer Traum. Ich habe einige Bücher geschrieben, also nicht bloß die Sammlung von Essays wie hier, sondern versucht, schon in meinem ersten Buch vor 20 Jahren, Deutschland leicht entflammbar, das sich mit den Phänomenen der Ausländerfeindlichkeit befasste, einen größeren Bogen zu schlagen. Das ist etwas, was fasziniert, die täglichen Beobachtungen zusammenzuführen. Und vielleicht, das ist ein Projekt, das man sich dann für den älteren Heribert Brandl vornehmen kann, mal die Schreibfertigkeit, die man hat, die Fantasie, die man hat, in einem anderen Genre zu probieren, einen Roman zu schreiben, ein Theater zu schreiben, ein Theaterstück. Aber dann würden Sie mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn ich sagen würde, Sie sind durch Ihren Beruf privilegiert. Denn es gibt natürlich auch andere Berufe, bei denen der Mensch sich sozusagen da in diesem Beruf nicht weiterentwickeln kann. Und da ist ja, setzt ja auch ihr Ansatz irgendwo an, dass Sie diese Gesellschaft auch für diese Leute irgendwie verändern wollen, dass die mit dem Alter erstens mal selber anders umgehen und aber auch die Jüngeren dann mit Ihnen anders umgehen. Ich habe versucht, in dem Buch auch zu werben, diese dritte Zeit des Lebens, also das Frühjahr des Lebens ist Kindheit, Berufsausbildung, dann kommt der Sommer des Lebens,
Man arbeitet, man gründet die Familie, man sieht die Kinder groß und dann kommt der Herbst, bevor der Winter kommt, also der Winter dann die letzte Phase. Wenn man in Pension geht, in Rente geht mit 65 oder mit 63, wie immer man zu dem Streit steht selber, man ist dann im Herbst und ich denke, im Herbst kann man ungeheuer viel machen. Man hat mehr Zeit, weil der Beruf nicht mehr so viel frisst. Und meine Werbung, ich sprach davon, ich werbe dafür, aus der dritten Lebenszeit was Besonderes zu machen, ist auch so eine Art neue Generationenvertrag. Man hat auch die Zeit, sich um die Menschen im Winter des Lebens zu kümmern. Das heißt, um unsere Eltern, um die Menschen, die 80, 85, 90 sind. Und das mit einer Intensität, vielleicht auch mit einer Liebe, die der Profibetrieb in den Altersheimen, in den Pflegeheimen nicht aufbringen kann. Ich denke nicht, dass die Menschen, die aus ihrem Arbeitsleben rausgehen, jetzt 15 Jahre noch aktive Zeit vor sich haben, den Profipflegebetrieb ersetzen können in den Heimen, aber den ergänzen. Und da gibt es unendlich viele gute Modelle. Und ich glaube, dass sich kümmern um die ganz alten Menschen ist eine neue Aufgabe, die man neben viel Freizeit sich für die dritte Lebenszeit durchaus vornehmen kann. Und das gut zu gestalten, das scheint mir ein faszinierendes Ziel zu sein. Also so dieses klassische Assoziieren mit Altwerden, dass da jemand dement ist, krank ist, bettlägerig ist, das meinen Sie nicht mit einem Glücksfall. Sie setzen sozusagen früher beim Altwerden ein, wenn man sozusagen diese 15, 20 Jahre gewonnen hat, die man jetzt länger lebt im Vergleich zu vielleicht vor 100 Jahren. Ja, Sie haben, Herr van Hoven, Sie haben von 65 bis 80 etwa eine Zeit, in der es Ihnen, wenn man die Welt betrachtet, die Gesellschaft heute betrachtet, ziemlich gut geht, auch oft gesundheitlich sehr gut geht. Und ich denke, die Zeit kann man faszinierend gestalten. Zum einen mit Freizeit, mit Hobbys, mit, in meinem Fall mit Schreiben, andere lesen, andere betätigen sie sich in Wohlfahrtsverbänden. Und dazu kommt dieses, was ich mir wünsche, dieses sich kümmern um die ganz Alten, also um die Leute in der letzten Lebensphase, 80, 90, 95 sind. Und ich glaube, dass das sehr, was sehr Beglückendes sein kann. Ich habe Studien gelesen, da steht drin, wer hilft, wer anderen Hilfe leistet, lebt länger. Ich glaube, es ist eine beglückende Erfahrung, ist, dass man, wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind, Menschen neben sich hat, für die man sorgen kann, um die man sich kümmern kann. Und dieses Modell auszubauen, das erscheint mir für die nächsten 20, 30 Jahre auch politisch sehr lohnend. Also diese Vision muss man ja erstmal entwickeln und die muss man auch finanzieren. Die Frage ist natürlich, inwieweit kann eine Gesellschaft das? Und wir stellen ja auch fest, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, als Sie in Ihren 20ern und 30ern waren, da beschäftigt man sich natürlich ungerne mit älteren Themen von Menschen, die älter geworden sind. Da muss man Familie aufbauen, da muss man Kinder versorgen. Wie wollen Sie diese Vision über alle Altersgrenzen streuen, dass da alle mitmachen? Nun ja, die in der mittleren Generation müssen ja gar nicht mitmachen. Die haben was anderes zu tun. Die stehen mitten im Beruf. Die haben die Kinder großzuziehen. Und das ist ja auch ein bisschen was Verrücktes in unserer Gesellschaft, dass man dann, wenn man am leistungskräftigsten ist, auch in der Arbeit am gepacktesten ist. Wenn ich meine eigene Arbeitszeit, meinen Berufsweg anschaue, mein Gott, in der Zeit, als ich 30, 40 war, powert man in der Arbeit wie verrückt. In der Zeit bräuchten einem auch die Kinder viel mehr, als man es zu der Zeit erübrigen konnte oder erübrigt hat. Es ist besser geworden, weil es die Väter jetzt auch sich ein halbes Jahr oder ein Jahr frei nehmen, aber das genügt, glaube ich, so nicht. Und jetzt noch um die Alten kümmern, das ist ja anspruchsvoll. Das ist anspruchsvoll, aber ich denke, dass sich um die Alten kümmern, ist das, was ich mir vorstelle, das machen die Menschen in der dritten Lebenszeit. Die aus dem Beruf herausgerückt sind, die mit 65 oder 66 oder 67 sich aus dem Berufsleben verabschiedet haben, deren Kinder aus dem Haus sind. Ich glaube, dann kann es erfüllend sein,
sich nicht ausschließlich, natürlich mutiere ich nicht mit 67 oder 68 zum hauptamtlichen Altenpfleger, aber das sich kümmern, vielleicht nicht nur um die eigenen Eltern, um die eigenen Mutter, den eigenen Vater, sondern auch um ein paar andere Menschen, das glaube ich ist ein Modell, das zukunftsweisend sein kann für die Gesellschaft. Ich bin überzeugt davon, der Staat alleine wird die Überalterung der Gesellschaft nicht bewältigen können. Mit noch mehr Altenheimen und dann wird gesagt, kostet noch viel mehr. Natürlich wird es mehr kosten. Wenn die Gesellschaft immer älter wird, muss ich auch in den Ausbau der Altenbetreuung mehr Geld einsetzen, als es bislang der Fall war. Aber ich werde die freiwillige Hilfe, ich werde die Menschen, die erst halb alt sind, brauchen. Gut. Nein, ich finde es ja auch interessant, wie Sie Ihr Buch aufgebaut haben. Sie haben es ja hier an den, ich sage mal, an den Hauptfeiertagen der Christen haben Sie es aufgebaut. Und wir stehen ja kurz vor Ostern, kurz vor Pfingsten. Und aber um noch einen Schritt weiter zurückzugehen, Weihnachten, Geburt Jesu, da stellen Sie sich ja auch irgendwie immer wieder die Frage, was zählt der einzelne Mensch und was zählt der Mensch auf der Flucht? Zu welchen Ergebnissen kommen Sie denn da? Für mich ist der Festtagsleitartikel schon ein besonderer, den man an Weihnachten, Ostern, Pfingsten schreibt. Da geht es ja dann nicht darum, die aktuelle Politik zu kommentieren. Was macht Merkel gerade? Was macht Steinmeier? Was wird im Kabinett beraten? Sondern zu fragen, Mensch, was besagt denn oder wie ziehe ich denn die Verbindungen zwischen den Fragen, die wir an den großen Feiertagen erörtern, die in den Evangelien stehen, wie ziehe ich die Verbindungen zur aktuellen Politik? Und wenn Sie über Weihnachten nachdenken, dann haben Sie halt die Flucht nach Ägypten. Dann stellen Sie die Frage, wie geht man heute mit Flüchtlingen um? Wenn Sie über Ostern nachdenken, Ostern ist Sterben und Auferstehung. Dann sind Sie ganz unmittelbar und nahe an Fragen von vielleicht Sterbehilfe, an Fragen von, ja, wenn Sie im Evangelium hören, hinabgestiegen in das Reich des Todes, wo ist der Tod heute? Was bedeutet er für uns? Und ich mache die Erfahrung beim Nachdenken über solche Fragen, über sozusagen die wirklich existenziellen Fragen des Lebens und des Sterbens, dass das Echo des Publikums, der Leserinnen und Leser, da viel gewaltiger ist als bei den Alltagsfragen der Politik, dass es wirklich den Menschen sehr nahe rückt. Sie erreichen dann natürlich auch nicht vielleicht in erster Linie, aber ganz sicher ein christliches Publikum, nicht? Weil also gerade wenn Sie sagen, dieses Herabsteigen, was Jesus ja vor seiner Auferstehung getan hat und sozusagen die Bösen aus der Hölle hochgeholt hat und dann, Sie vergleichen das ja in Ihrem Buch mit wo würde Jesus heute hingehen? Er würde in Altersheime beziehungsweise dahin gehen, wo Demente Kranke liegen. Wo Leid ist. Das interessiert mich insofern, als dass ich gleich, wenn wir zurückkommen, von Ihnen unbedingt wissen muss, ob Sie ein gläubiger Mensch sind und inwieweit Religion überhaupt so Ihr Leben beeinflusst. Darüber sprechen wir gleich, wenn wir zurückkommen. Liebe Zuschauer, ich unterhalte mich mit Heribert Prantl über sein Buch Alt, Amen, Anfang. Da geht es eigentlich um alles, was das Leben ausmacht, die wesentlichen Dinge. Wir können uns nur auf ein paar beschränken. Und deshalb sind wir aber auch bei einem ziemlich wichtigen Thema, nicht nur für uns, sondern für viele, viele Menschen auf der Welt, die einfach glauben. Und Sie sind ja auch in einer katholischen Kirche, haben Sie sehr viel Jugendarbeit geleistet und sind deshalb in Ihrer Jugend auch mit dem christlichen Glauben sehr intensiv in Verbindung gekommen. Wie weit strahlt das in Ihr jetziges Leben noch aus? Natürlich prägt es, wenn man katholisch erzogen wird und wenn man in Ministrant ist und in Jugendgruppen groß wird. Es prägt und es strahlt aus. Es heißt jetzt nicht, dass ich ein sehr kirchlicher Mensch bin. Man kennt die kirchlichen Hierarchien, die stehen mir eher ferne. Aber es wird immer wieder gefragt, warum treten Sie eigentlich nicht aus der Kirche aus? Sie sind doch ein so kritischer Mensch. Sie sind auch jemand, der doch diese Art von Hierarchie und diese Verkrustetheit der katholischen Kirche nicht gutieren kann. Die billige ich auch nicht. Ich sage dann gern, man kann aus seinem Leben nicht austreten.
es gehört zu meinem Leben und hat mir viel gegeben, auch an Zuhause. Und ein bisschen zu Hause ist es immer noch. Wenn ich in einer fremden Stadt bin, gehe ich oft zuallererst in eine Kirche, wenn ich Zeit habe. Ich setze mich rein. Auch deswegen, weil ich ein Mensch bin, der sehr historisch denkt und nehme die Atmosphäre auf. Wenn Sie sagen, Sie können nicht aus der Kirche austreten, weil Sie aus Ihrem Glauben nicht austreten können. Aber aus dem Leben. Oder aus dem Leben nicht austreten können. Aber das heißt also, wenn Sie Ihre Kirchensteuer nicht mehr bezahlen, dann ist das Thema Kirche auch für Sie verboten? Oder das Thema Glaube, das Thema Gott? Nee, das Kirchensteuer interessiert mich in dem Kontext weniger. Ob ich jetzt ein paar hundert Euro mehr oder weniger habe, ist nicht wesentlich. Mir geht es darum, dass diese Kirche gehört zu meinem Leben. Und ich würde mir komisch vorkommen, wenn ich sage, der Mantel, der mir da irgendwann mal umgelegt worden ist von meinen Eltern, den schmeiße ich jetzt weg und ich würde das Austreten aus der Kirche als Art Wegwerfen betrachten. Der Mantel, um mal bei dem Bild zu bleiben, der kratzt sicherlich und der ist mir gelegentlich auch unangenehm, aber damit muss ich zurechtkommen. Und ich kritisiere die Kirche und das mache ich wirklich oft auch in dem, was ich schreibe. Ich kritisiere die Kirche lieber von innen als von außen. Also die Frage, ob Sie an Gott glauben, erübrigt sich dann? Oder wie würden Sie die beantworten? Ich bin ein zweifelnder Mensch und mir ist der Zweifler, auch darüber habe ich schon ab und zu geschrieben, ich glaube, es steht sogar ein Text da drin, mir ist der Zweifler sehr sympathisch. Ich bin ein Zweifler und ich glaube, dass selbst der Papst ab und zu an Gott zweifelt und an seinem Wirken. Wer zu überzeugt ist, ist ein Fundamentalist und Fundamentalisten mag ich nicht. Aber ein Zweifler glaubt auch hin und wieder. Ein Zweifler glaubt auch, aber er hat auch Zweifel an dem Wirken, wenn Sie das Wort Gott sagen, am Wirken Gottes und an dem, wie er die Dinge einrichtet. Da muss man ja zweifeln. Genau. Und wenn man nicht zweifelt, dann ist man ein seltsamer Mensch, denke ich. Aber wann hilft es Ihnen, an Gott zu glauben? In existenziellen Situationen. Die habe ich nicht in meinem beruflichen Alltag. Aber die gibt's. Das sind die Fragen, mit denen ich mich in dem Buch befasse. Die existenziellen Fragen von Leben und Tod, wenn jemand stirbt, der einem sehr nahe steht. Ich glaube, dann ist es Trost. Und dann sind auch die Rituale tröstend, die, jetzt bin ich bei Kirche, nicht bei Glauben, sondern bei der Institution, die den Glauben vertritt, die die Kirche bereithält. Ich glaube, man braucht dann Rituale, die einem in so einer schweren Stunde helfen. Was macht man da? Und dann kann auch ein Gebet, ich will das nicht ein Prediger hermachen, der bin ich nicht, ich bin auch kein Pfarrer, aber dann kann man dieses Ritual des Glaubens durchaus helfen. Mhm. Obwohl, wenn Sie ja eben ein Zweifler sind, und in Ihrem Buch kommt ja Religion, ist ja sozusagen auch das Inhaltsverzeichnis, an dem Sie sich langhangeln in Ihrem Buch, kommt sicherlich auch immer mal wieder die Frage auf, wäre die Welt nicht auch ohne Religion vielleicht sogar besser? Ach, wenn man die Geschichte der Kirchen sieht, dann kann man ja wirklich sich die Haare raufen. Und dann bin ich bei dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wenn Religion glaubt, sie sei alles erklärend und sie sei allein seligmachend, dann wird es gefährlich. Wenn sozusagen Religion und die Vertreter einer Religion keinen Zweifel mehr haben an dem, was sie verkünden, dann sind wir beim Fundamentalismus. Mhm. Und auch die christlichen Kirchen waren lange genug in ihrer Geschichte fundamentalistische Glaubensgemeinschaften. Und die Art und Weise, wie sie mit Feuer und Schwert ihren Glauben verbreitet haben, war ein fundamentalistisches Verbreiten dieses Glaubens. Und das ist eine Geschichte, die schändlich ist. Und es ist ja auch schön, dass in den letzten Jahren sich die Päpste zur Schändlichkeit bekannt haben und um Vergebung gebeten haben. Vielleicht ist auch, wenn man eine solche Geschichte 2000 Jahre hinter sich hat, kann man gegebenenfalls der Politik, der aktuellen Politik, auch der Großmächte ab und zu schon raten, wenn sie
in fundamentalistische Regionen abdriften und wenn sie immer noch Krieg für ein probates Mittel der Politik halten. Ich glaube, da hat die Kirche, zumal die katholische Kirche, in ihrer 2000-jährigen Geschichte so viel falsch gemacht, dass sie aus diesem Falschen ihre Lehren ziehen kann. Also in diesem Buch kommt der Altwerden, Krankwerden, Glaube und Tod. Das ist ja sozusagen auch ein Thema, mit dem Sie sich da beschäftigen. Denken Sie denn jetzt mehr an den Tod? Nein. Ich stehe nicht jeden Tag auf und überlege mir, was kann dir passieren. Aber und das ist das Ziel auch dieses Buches, man soll den Tod nicht tabuisieren. Mhm. Er gehört zur Gesellschaft, er gehört zum Leben. Und diesen Gedanken will ich stärker ins Bewusstsein rücken. Man hat den Tod ja lange verdrängt und in den Krankenhäusern wurde er abgeschoben. Irgendwo gab es ein Zimmer, in das man die Sterbenden geschoben hat. Da hat sich ja schon viel gebessert. Die Palliativstationen, die sich um Sterbende kümmern, die den Sterbenden das Schicksal erleichtern, das Sterben erleichtern, die auch die Angehörigen dazu holen. Das finde ich ganz, ganz positive, wichtige Bewegungen. Das Sterben ins Leben zu holen und das Sterben zum Teil des Lebens zu machen und das Sterben nicht irgendwo abzuschieben, sondern ja auch so mitzugestalten, dass den, wie man so schön sagt, Hinterbliebenen das Abschiednehmen ein bisschen leichter wird. Das ist eigentlich so der Grundgedanke ja wohl auch gewesen, dass man das Sterben aus den Wohnzimmern herausgenommen hat. Denn ich meine, früher wurden die ja auf dem Esszimmertisch dann aufgebahrt, die Familie saß drumherum, auch die Kinder. Das traut sich ja heute keiner mehr, auch gerade mit Kindern über Tod zu sprechen. Also da ist ja eine völlige Verunsicherung da, wie weit man da überhaupt gehen darf. Das sind Dinge, die mir immer wieder erzählt werden. Ich kriege auf das Buch hin sehr viele Leserbriefe, Leute schreiben, wie sie dieses Thema packt und die genau dieses erzählen. Ich habe es ja auch noch so erlebt in meinem Städtchen in der Oberpfalz, in dem ich groß geworden bin, als meine Oma starb, als meine Tanten starben, mit denen ich sozusagen meine Kindheit verbracht habe. Die wurden aufgebahrt im Sterbezimmer, die lagen da in ihrem Bett und dann kam der Pfarrer, man hat sie ausgesegnet, wie man sagte, und dann im Sarg auf den Friedhof gefahren. Man hat sie sozusagen vom Sterbehaus auf den Friedhof gebracht miteinander. Das ist so in der heutigen Welt, in München, in der Großstadt nicht machbar. Aber neue Rituale des Abschiednehmens zu finden, glaube ich, ist sehr wichtig. Und man soll auch nicht glauben, dass man Kindern irgendwelchen Unsinn erzählen muss über den Tod. Die Kinder verstehen es schon. Und man soll ihnen keine Märchen erzählen. Man soll es kindgerecht darstellen. Aber kindgerecht heißt nicht blöd und nicht heißt nicht einen Unsinn erzählen. Also wenn Sie sich jetzt so intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt haben, haben Sie da selber jetzt Angst vorm Tod? Nein. Es ist kein Gedanke, der mich sozusagen zermartert und zerquält. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich sehr stark damit ja auseinandergesetzt haben und dann auch auf sich selber das reflektieren, was diese Menschen, über die Sie sprechen, erleben und erlebt haben. Es bleibt natürlich immer, so sehr man sich damit beschäftigt, eine Distanz, weil man kann sich und will sich vielleicht auch nicht so genau vorstellen, wie es ist, wenn Sie, wenn ich auf einmal in einer Palliativstation lägen und man weiß, dass man noch 4 Wochen zu leben hat und jetzt kriegt man bestimmte Medikamente, die das Leben, das Sterben erleichtern, die einem die Schmerzen nicht erträglich machen. Aber sich es gelegentlich vor Augen zu halten, glaube ich, ist gar nicht so schlecht. Früher hat man, erinnern Sie sich an die alten Bilder, dass sich die Gelehrten des Mittelalters und der frühen Neuzeit einen Totenschädel auf den Tisch stellten, um sich zu vergegenwärtigen, dass man sterblich ist. Und
in der eigenen Lebenseuphorie ab und an dran zu denken, dass es ein Ende hat irgendwann. Das ist, glaube ich, auch für die eigene Lebenslust gar nicht verderblich. Als Journalist, als Autor, sind Sie da nicht neugierig? Möchten Sie wissen, wie Sterben ist? Wenn man es ausprobieren könnte, wäre schon lustig, oder? Wäre spannend, ne? Also ich meine, es gibt ja immer wieder, da sind ja viele Bücher geschrieben worden, die Nahtoderfahrung, die Menschen in Grenzsituationen berichten, wie sie in den Tunnel rutschen, wie sie ein Leuchten erleben, all diese Dinge. Es ist faszinierend. Mich hat als Kind schon, wenn ich mit meinen Eltern nach Altötting gefahren bin und man ist in der Gnadenkapelle und sieht da die alten Votivtafeln, wo irgendjemand berichtet, er sei schon quasi gestorben gewesen. Es ist ja ein faszinierender Gedanke. Ja. Es ist, heute lesen wir, wenn Sie in die Buchhandlung gehen, finden Sie ganze Regale von Fantasy-Büchern. Es ist ja auch irgendwo Fantasy. Mhm. Aber, und da haben Sie vorhin schon drüber gesprochen und in Ihrem Buch kommt es auch immer wieder vor, dass ja Medizin auch eine große Rolle spielt und dadurch eben dieses Hinübertreten in den Tod auch sehr viel schwieriger einfach auch für Außenstehende ist, es wirklich endgültig festzustellen. Denn also Sie haben eben vorhin selber darüber gesprochen, Herz, wenn das Herz noch funktioniert, die Atmung, der Kreislauf, aber das Gehirn funktioniert nicht mehr. Ab wann ist man dann tot? Und steigt diese Angst nicht auch, Ihrer Meinung nach, durch die sich immer weiter entwickelnde Medizin? Ja, das ist wirklich so. Die Menschen haben Angst vor einem unendlich langen, quälenden Sterbeprozess, dass sie sozusagen mit allen Mitteln der Kunst, der technischen und der medizinischen Kunst am Leben erhalten werden. Und zwar in einem Leben, das für viele eigentlich kein Leben mehr darstellt. Und da ist es schon wichtig, Sie sagten vorher, machen Sie sich selber Gedanken. Ich glaube, dafür muss man werben, sich selber Gedanken zu machen, dass sich jeder selber Gedanken machen muss, wie will er in einer solchen Situation behandelt werden. Und es zu normalen Zeiten, also jetzt festzulegen, wie er behandelt werden will, mit welchen Apparaten er am Leben erhalten werden will oder nicht. Solche Verfügungen zu treffen, ist wichtig. Können Sie sich in dem Zusammenhang auch ein leichtes Sterben vorstellen? Früher haben die Menschen, wenn Sie sich die alten Gebetbücher anschauen, um einen leichten Tod gebetet. Und der leichte Tod, ich glaube Spitzweg hat es mal so schön geschrieben in einem Gedicht, ist der, wo man einschläft und sich dann selber beobachtet, wie man nicht mehr aufwacht. Das ist so das, was sich jeder wünscht. Sind Sie denn konkret schon mal, also ich habe es jetzt in Ihrem Buch nicht gefunden, aber vielleicht habe ich die Stelle auch überlesen, dass Sie dem Tod wirklich mal begegnet sind? Ich habe 2 schwere Autounfälle gehabt, und zwar schon ziemlich weit zurückliegend. Einmal lag ich als Kind unterm Lastwagen. Ich glaube, das war ein Ereignis. Bei einer Schneeballschlacht bin ich in das Auto geraten, weil ich nicht aufgepasst habe unter dem Lastwagen. Das war eine extrem gefährliche Situation. Mir ist nichts passiert. Und das zweite Mal, als ich glaube, ich hatte den Führerschein erst ein halbes Jahr, mit dem Auto meines Vaters am Baum gefahren bin. Das war wirklich so eine Situation, wo man sieht, der Baum kommt, es geht alles ganz schnell, es knallt. Wo man sich überlegt, jetzt könnte es auch aus sein. Und dann etwas passiert, was man immer wieder liest. Und das Leben, das damals noch ein sehr kurzes Leben war, ich war glaube ich 19, läuft dann ganz schnell wie ein Film vor einem ab. Sie schreiben ja in Ihrem Buch jetzt nicht nur über den Tod und über das Kranksein, sondern Sie machen ja auch sehr viel Hoffnung in Ihrem Buch. Trotzdem muss ich den Tod jetzt noch einmal abschließen mit der Frage, bei Ihrem Begräbnis, ist es Ihnen da wichtig, dass wie die Leute über Sie sprechen? Ich glaube nicht. Wobei ich jetzt deswegen lache, weil ja, wenn man auf dem Land groß geworden ist, ist es ja unendlich wichtig, dass es eine große, eine schöne Leiche gibt, dass die Blaskapelle spielt, dass hernach ein großer Leichenschmaus stattfindet. Und früher gab es auch am Land so kleine Versicherungen, wo die Leute einbezahlt haben, dass dann die Hinterbliebenen von dem Einbezahlten
eine ordentliche Beerdigung organisieren konnten. Das ist nicht mein allervorderster Gedanke, dass da ein großes Fest gefeiert wird. Aber wenn irgendwann mal, wenn es soweit ist, in 40 oder 50 Jahren oder wann immer. Moses ist 120 geworden. Dass meine Freunde hernach beieinander sitzen und ein bisschen sich gut unterhalten, das wäre ganz schön. Und wenn ich an Beerdigungen meiner Freunde denke, ein guter Freunde vor einiger Zeit, das wirklich bewegende Begräbnis von Dieter Hildebrand, wenn man dann hernach beieinander sitzt, irgendwo in dem Fall in seiner Wirkungsstätte in der Lach und Schieß und da alle sind, die ihn gemocht haben und die sich gegenseitig auch mögen und man sich nochmal erzählt, was man alles erlebt hat mit dem Toten, das ist ein schöner Tod. Dieses Bleiben nach dem Tod, wie wichtig ist Ihnen das? Also ich meine, wer schreibt, der bleibt sowieso. Und da Sie ja nun mehrere Bücher geschrieben haben, ist das wichtig? Ach Gott, die einen machen eine Stiftung und geben dann der Stiftung den Namen von Hofen-Stiftung oder Heribert-Brandl-Stiftung oder Friedrich-Naumann-Stiftung oder wie immer, um in der Stiftung fortzuleben. Die anderen schreiben Bücher und Fontane hat im hohen Alter erst angefangen, wunderbare Romane zu schreiben. Ich glaube, er war schon 80, als er dann Stecklin geschrieben hat und lebt dann auf die Art und Weise fort. Andere leben fort in der Erinnerung der Menschen, die sie gemocht haben, leben fort in ihren Kindern. Es ist, glaube ich, ein schöner Gedanke, wenn man irgendwie fortlebt. Es muss nicht in Büchern sein, es muss nicht in einer Stiftung sein. Es ist gut, wenn man in den Gedanken der Menschen fortlebt, die einen gemocht haben. Wie schaffen wir denn das jetzt? Was muss denn jetzt der erste Schritt sein, damit das Alter sozusagen in unserer Gesellschaft hier in Deutschland sinnvoller eingebunden wird für die Zukunft des Landes? Sage ich Ihnen ganz was Simples. Ja. Man muss es auch greifbar machen. Ja, bitte. Ich finde es ziemlich schrecklich, dass viele Altersheime an den Ortsrändern gebaut werden. Irgendwo draußen. Die alten Menschen gehören mitten rein. Und wenn ich so eine, schauen Sie sich viele Klein- und Mittelstädte an. Die schauen ja aus wie Donuts. Irgendwie außenrum werden die neuen Reihenhäuser und die schönen Eigenheime gebaut und innen drin verfallen die schönen Ortskerne. Warum tut man nicht auch die Altersheime mitten rein in die Orte? Und bindet die Leute, die da drin sind, ein in das Geschehen. Die sind dann neben der Sparkasse und neben dem Rathaus und neben der Kirche und neben den zwei Wirtshäusern, die es hoffentlich noch gibt. Auf die Art und Weise wird auch deutlich, das Alter gehört mit dazu. Es ist ja heute nicht unbedingt mehr so in der heutigen Gesellschaft, dass die alten Menschen noch bei ihren Kindern leben. Mhm. Weil halt die Berufswelt sich anders entwickelt hat. Auch wenn es ganz schön wäre. Vor allem für die kleinen Kinder, wenn da Opa und Oma wären. Aber wenn es schon so ist, dass es nicht mehr in der Familiengemeinschaft sein kann, dann tun wir doch die alten Heime und die Pflegenheime mitten rein ins Zentrum des Ortes. Sie haben ja einen Artikel auch geschrieben über den Export der Oma und des Opas. Das ist natürlich sozusagen dann der Super-GAU zu dem, was Sie eben erzählt haben. Das ist die schrecklichste Vorstellung, die es gibt. Und das ist ja nicht nur eine Vorstellung, das wird ja auch zum Teil aktiv betrieben, dass man sagt, Mensch, Altersheime hier sind so teuer, kann sich kein Mensch leisten und das zu finanzieren für die Pflegeversicherung zu aufwendig. Man tut die Leute nach Polen, nach Tschechien oder irgendwie gleich nach Asien, da wird viel billiger gepflegt. Die Menschen am Lebensende so rauszureißen aus all dem, aus ihrer Umgebung, halte ich für wirklich grausam und für pervers. Und mein Vorschlag ist das blanke Gegenmodell. Holt die alten Leute von den Stadt, aus dem Stadtrand, aus dem Dorfrand, rein, mitten in die Orte und baut die Altenheime dort. Und wenn Sie dann hören, das können wir uns doch gar nicht leisten, Herr Brandl, was Sie da möchten. Das hört sich zwar toll an, aber wer soll das finanzieren? Ach, man kann sich das leisten, was man als wirklich wichtig erkannt hat. Und wenn ich die Entwicklung unserer Gesellschaft anschaue, es wird eine alternde Gesellschaft, sie wird älter, da muss ich mich mit den Problemen stellen. Ich habe schon den Eindruck, dass man den Problemen von Kindern wirklich mehr die gebührende Aufmerksamkeit schenkt in den letzten Jahren. Es werden viele Kindertagesstätten gebaut, das ist wichtig. Und da sage ich, es gibt Alpha und Omega. Alpha ist das Aufwachsen der Kinder und Omega ist das Ende des Lebens. Und Alpha und Omega gehören zusammen und auch dem Ende des Lebens und der letzten Lebensphase muss ich die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient und den Menschen
das geben, was sie verdient haben nach einem langen und arbeitsreichen Leben, nämlich das Leben mitten in der Gesellschaft. Wenn Sie sich die Stadt angucken, in der Sie leben, haben Sie das Gefühl, es geht da irgendwie schon in die richtige Richtung? Oder? Nein. Nein, ich glaube schon, dass diese Erkenntnis reifen muss und dann muss sie umgesetzt werden. Und wir haben einen neuen Oberbürgermeister hier und vielleicht gehört es oder sollte das auch zu seinen Projekten gehören. Interessant ist dann nur, so wenig Leute wählen gehen, nicht? Also die ja eigentlich auch dieses Thema interessieren müsste. Ja, die Gesellschaft wird älter. Man müsste jetzt die Wahlanalysen anschauen, ob nicht die alten Menschen noch die sind, die tatsächlich noch mehr zum Wählen gehen als die Jüngeren. Aber es ist ein wirklich ganz großes Problem, auch für eine Stadtgesellschaft. Und ich wünsche mir von der neuen Stadtregierung und vom neuen Oberbürgermeister, dass er sich dieses Problems bewusst wird und die Konsequenzen daraus zieht. Lieber Dieter Reiter, vielleicht haben Sie die Sendung sich angeschaut. Dann ist das ein Projekt, was man unbedingt angehen muss. Herbert Prantl, mir hat es großen Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeigekommen sind und wir so einen kleinen Einblick in Ihr Buch kriegen konnten. Es ist natürlich viel, viel weiterführend, wenn Sie, liebe Zuschauer, sich dieses Buch mal zu Gemüte führen. Ich kann es empfehlen. Ganz herzlichen Dank, Herr Prantl. Ich danke Ihnen. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.